liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Ja, bei mir ist jetzt Mittwoch. Wenn ich es heute noch schaffe, das Video hochzuladen, dann ist auch bei euch heute Mittwoch. Ansonsten ist wahrscheinlich Donnerstag oder ich finde das Video gar nicht oder was auch immer. Lass uns überraschen. Um was soll es heute gehen? Ja, ich habe immer mal Anfragen. So ein Fribble-Treffen würde ich mir gerne mal angucken. Ich habe da bisher so ein bisschen abweichend reagiert, weil wir jetzt 2 Jahre Corona hatten. Also in der Zeit, in der mein Kanal hier doch ganz schön gewachsen ist. Also ich bedanke mich schon mal für alle, die jetzt den Kanal abonnieren oder ihn nicht abonniert haben, aber regelmäßig gucken. Na, also was nicht ist, kann ja noch werden. Also wie sagt man so schön, abonnieren tut nicht weh. Wobei ich es genauso mache. Also ich habe auch Kanäle, die ich lange gebraucht habe, um die wirklich zu abonnieren. Warum auch immer. Andere habe ich, also alles was Modellbahn-Content ist, das wird von mir immer abonniert, weil ich die Kollegen einfach unterstützen will. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die mir dann im Nachhinein irgendwo mal negativ aufgefallen sind. Das ist genau, da sind es noch 2, die ich dann wieder deabonniert habe. Aber eigentlich ist das auch ein bisschen Unsinn, weil ja, wir sind eigentlich alle intim. Auch wenn wir uns manchmal nicht verstehen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, ich habe das, das liegt einfach daran, dass der Fremo relativ strenge Regeln hatte und dass ich bei den meisten Treffen, also die jetzt in den letzten 2 Jahren stattgefunden haben, bis vielleicht auf das Treffen in Sturmtal, ja auch bloß Gast war. Ne? Also ich bin irgendwo durch die Gegend gefahren, irgendwer anders, also Leute, die ich zwar gut kenne, aber die jetzt nicht zu meiner Leipziger Community gehören, oder sächsischen Community, die haben das organisiert und da kann ich natürlich jetzt nicht hier, was weiß ich, da mit x Leuten dort auftauchen, das geht einfach nicht. Ne? Zumal ich selber, also die Regeln beim Fremo waren so, dass ich nur alle 3 Wochen ein Fremo-Treffen besuchen darf, einfach damit jetzt hier mal eine, wenn doch mal was passiert und da, was weiß ich, der Virus beim Treffen umgeht, was meines Wissens bisher nicht passiert ist. Es gab meines Wissens keine Ansteckung bei so einem Treffen. Wahrscheinlich ist man dann doch zu weit auseinander. Na, also wir knutschen uns ja nicht beim Treffen, wir reden uns ab und zu mal miteinander. So weit geht die Liebe nicht beim Fremo. Nee, ja, deshalb habe ich, sagen wir mal, solche. Achso, das mein Heimtreffen in Leipzig oder genau genommen in 30 Muckern, da habe ich, das ist ja 2-mal ausgefallen, weil das immer so spät im Jahr war, dass dann die Inzidenzen hoch waren und wir dieses Treffen 2-mal absagen mussten. Im vorigen Jahr hätte es stattfinden können an sich, aber es durfte keiner mehr übernachten. Also das heißt, die Leute, die von außerhalb gekommen sind, die könnten nicht übernachten in irgendwelchen Hotels oder was auch immer und könnten demzufolge auch nicht kommen. Deshalb ist das Treffen ausgefallen. Das Treffen selber wäre legal gewesen. Ja, das ist sehr schade. Ich hoffe, dass es uns dieses Jahr nicht wieder so geht. Aber müssen wir uns halt überraschen lassen. Ne? Wer jetzt Interesse daran hat, da wirklich so ein Treffen mal zu besuchen, mir das irgendwann mal gesagt hat, ich bin leider ein sehr vergesslicher Mensch. Ich, vor allem was so Namen angeht, also seid mir da bitte nicht böse, wenn ich da nicht irgendwie auf euch zukomme. Bei ein paar Leuten habe ich mir es gemerkt. Also mit denen ich da oft genug Kontakt habe. Also zum Beispiel Grüße gehen raus an die Frau vom Erdbeerkopf, da habe ich mir es gemerkt. Ne?
auch, ich glaube, Tino hier von Eisenbahn, Quatsch, von Erzgebirgsmöba hatte sich auch mal entsprechend geäußert. Weiß ich nicht, ob das noch, das ist ja auch schon wieder 3 Jahre her, ne? Ja, und dann noch der eine oder andere. Ne? Also wenn ihr da irgendwie da mal was, oder euch das jetzt gerade erst einfällt, dass das eigentlich mal eine gute Idee wäre, nehmt bitte mit mir Kontakt auf. Weil wie gesagt, ich bin vergesslich und ich brauche da so ein bisschen den Anschub von außen. Da müsst ihr jetzt keine falsche, ist also nicht die Zeit für jetzt falsche Bescheidenheit oder da ihr, weil ich, ich meine, wenn das so ist, dass man vergesslich ist und vor allem mit Namen und ist natürlich denkbar schlecht, wenn man so connecten will, ne? Da finde ich einfach schlecht. Und dann kommt da bitte auf mich zu und schreibt mich an. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein Impressum, also da steht auch eine E-Mail-Adresse drin. Es ist natürlich immer besser, das allerbeste ist Facebook, also wer Facebook hat, anschreiben, das ist der kürzeste Weg bei mir, weil dann wirklich hier auf meinem Handy Fenster aufgeht, hier sowieso hat er geschrieben. WhatsApp ist, geht auch, wer jetzt das hat und also wer da meine, na gut, meine Handynummer steht jetzt auch in, steht auch im Impressum, also habt ihr euch automatisch auf WhatsApp. E-Mail steht jetzt auch im Impressum, ist aber ein bisschen, ja, ich habe meine E-Mail-Adresse, die ist schon sehr alt. Also die ist nicht von Anfang an meiner Internetzeit, aber von relativ früh, also die ist irgendwann, stammt ist noch aus den 90ern. Und jeder Spam-Versender hat diese E-Mail-Adresse gespeichert. Ich kriege aus aller Welt sehr viel Post und das landet alles im Spam-Filter. Und es landet deshalb im Spamfilter, weil diese Adresse natürlich nicht in meinem, in meinem Adressbuch drin stehen. Ja, das heißt, wenn ihr mir noch nie eine Mail geschickt habt und mir jetzt eine Mail schickt, landet eure Mail auch in diesem Spamfilter. Dann ist es ganz gut, wenn die Betreffzeile nicht hier, wenn die irgendwie vernünftig ist und nicht nach Spam klingt. Dass ich sie dann versehentlich lösche, das wäre sehr blöd, ne? Aber es kann natürlich vorkommen. Ne? Also da ruhig, ihr dürft mir auf den Wecker fallen. Ne? Ich habe ja nicht umsonst einen YouTube-Kanal, wo ich quasi auf euch zutrete und manchmal vielleicht durch euch auf den Wecker falle. Wenn das jetzt nicht so übermäßig übertrieben ist, dürft ihr das natürlich auch. Ja, für den Fall, dass ich euch wieder vergessen sollte. Das ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur, es ist leider so. Ich will es jetzt nicht aufs Alter schieben. Ich will es auch nicht auf Corona schieben, seitdem das deutlich schlimmer geworden ist. Also ich habe mit Corona einige graue Zellen gelassen. Und ja, ist halt so. Aber man kann damit arbeiten. Noch bin ich noch nicht so bekloppt, dass man mit mir kein vernünftiges Gespräch mehr führen kann. Ja, wenn das mal irgendwann der Fall sein sollte, dann muss ich den Kanal sowieso einstellen. Aber das wird hoffentlich noch 20 Jahre dauern oder 30, keine Ahnung. Ja, nee, 30 nicht, da bin ich ja 90, um Gottes Willen. Ja, fast 90. Ja, da mache ich keine Videos mehr, glaube ich. Es sei denn, es gibt irgendwie dann den Jungbrunnen und ich kann ihn mir leisten. Und man ist geistig fit. Wenn man geistig nicht mehr fit, also ein gewisses Niveau unterschreitet, sollte man sich dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das ist hoffentlich bei mir noch nicht der Fall. Ja, gut. Wenn wir dann so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Ach übrigens, ein Tipp noch wegen den Termin. Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Wer aber Fremo bei Google eintippt, die Termine, also die reinen Termine sind öffentlich. Ja? Es sind nur die Details sichtbar für Leute, die jetzt in dem Forum angemeldet sind
Und anmelden kann man sich natürlich dort nur, wenn man Fremo Mitglied ist. Ja, das ist dann so. Ja. Aber rein die Termine und die Orte, wo das stattfindet, die sind für jeden einsehbar. Und da ist irgendwie Oktober, gibt es ein Epoche 3 Treffen. Also da, wo ich sonst immer meine Epoche 2. Ich weiß jetzt nicht, was da drin steht. Entweder Großbösner, was hier im Süden von Leipzig liegt, oder 30 Gramm Muckern, weiß ich, als was das jetzt ausgeschrieben ist. 30 Gramm Muckern ist ein Ortsteil von Großbösner. Und also ich habe vor, dies Jahr mal, sofern dass die Bestimmungen nicht wieder verschlechtert werden oder strenger werden, dann auch mal öfters Epoche 3 Treffen zu gehen, aber dort eben wirklich nur Video zu machen. Und wenn man mir einen Regler in der Hand drückt, dann fahre ich auch mal. Aber ich bin da nicht offiziell angemeldet. Ich möchte dann den Leuten, die dort also Module mitbringen und was, ich möchte dann jetzt nicht in die Fahrpläne wegschnappen. Ja, das ist da nicht meine Intention. Aber ein Epoche 3 Video ist so, vor allem sind ja dann auch mal viele Module da, die es eben bei Epoche 2 dann nicht zu sehen gibt. Es sind ja dann bei dem Epoche 2 Treffen auch immer wieder, also häufig immer wieder die gleichen, ab und zu ist mal was Neues, aber so das Gros sind eigentlich immer wieder die gleichen Module. Also ich habe immer, wenn ich solche Videos, die haben aber sehr viele Zugriffe und also es scheint euch zu gefallen. Also werden wir das weiter fortsetzen. Weil es ja wie gesagt auch nicht für jedermann zugänglich ist. Es ist auch immer dann für die Leute, die jetzt an dem Treffen teilnehmen, ist es natürlich auch immer eine Erinnerung, dass sie dann auch sagen können, ja, da war ich, ne, da habe ich teilgenommen und das war toll und, oder nicht toll, je nachdem. Ist auch immer die Frage, also ich versuche immer möglichst wenig Leute auf den Videos zu haben. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Also es kann ja so weit gehen, dass ich das Video rausnehmen muss, ne, wenn da wirklich einer, wobei ich das immer ein bisschen albern finde. Es gab beim letzten Treffen, das wird jetzt, also die Fremo Jahrestagung habe ich ja ein Video gemacht, das müsste jetzt diesen Freitag kommen, wenn jetzt nicht dazwischen kommt. Ich muss bloß mal durchgucken, geschnitten habe ich es, ich habe es bisher nicht hochgeladen, weil ich nochmal nach dem Ton gucken muss, ob da alles stimmt. Das muss ich da mal noch was verändern. Das hoffe ich, dass ich da diese Woche noch dazu komme. Dann gibt es das Video am Freitag. Ansonsten gibt es einen zweiten Teil von Senftenberg von der Ausstellung. Der zweite Teil würde dann ansonsten nächste Woche kommen. Ja, in Epoche 3, ich war also Ewigkeiten, also das ist viele, viele Jahre her, da war das Treffen noch in Wittgensdorf bei Chemnitz, da war ich mal da, da habe ich aber den Kanal hier noch nicht gehabt, ne? Also da habe ich noch nicht gefilmt und gleich gar nicht mit dem Handy. Da habe ich ein paar Fotos gemacht und das war alles. Ne? Also da müssen wir mal sehen. Also da, wie gesagt, wer da Interesse hat, man kann sich dort direkt auch anmelden. Wenn er da nichts findet zum Anmelden, könnt ihr mich anschreiben. Ich könnte das dann irgendwie weiterleiten, weil ich ja die Leute kenne, die da die Organisation machen. Und dort erstmal fragen, ob das erwünscht ist. Ne? Aber normalerweise bei den meisten Treffen sind Leute, die jetzt das Thema an sich interessiert, die also jetzt nicht losgehen und da denken, das ist jetzt irgendeine Modellbahnausstellung. Also die sind da willkommen. Also bei den Treffen, die ich kenne. Ne? Also da sagt niemand, nee.
ich will hier niemanden sehen, wir wollen hier unter uns bleiben oder irgendwie so, solche Ambitionen. Es gibt durchaus Treffen, wo das so ist. Aber ich habe das ewig nicht mehr erlebt. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich noch die Epoche 2 Treffen besuche. Und jetzt bei der Jahrestagung auch mal ein DB Epoche 3 Arrangement hatte. Was ich auch, wo ich auch ein Video gemacht habe, was euch jetzt auch demnächst erwartet. Das ist mal was völlig Neues hier auf dem Kanal. Das war DB Epoche 3. Aber ich denke mal, dass es vielen gefallen wird, weil es ja mal was anderes ist. Mir gibt es jetzt nicht so viel, weil es ist nicht meine, es ist nicht mein Ort, es ist nicht meine Zeit. Ja. Das. Parkplatzsuche in Leipzig. Ja, also wie gesagt, Fazit. Achso, nee, was ich noch erzählen wollte, wo ich euch auf jeden Fall einladen möchte, da gibt es jetzt noch keinen genauen Termin. Also ich habe ihn zumindest nicht im Kopf. Es wird nächstes Jahr, ich habe ja mal ein Video gemacht von der Ausstellung in Zeuthen. Da gibt es einen Verein, der die macht, in einer recht großen Turnhalle mit einem sehr großen Arrangement, wo ja, wo eben eine riesenlange Strecke gezeigt wird. So viel zum Thema Parkplatz. Das war fündig. Wenn eine riesenlange Strecke gezeigt wird, immer irgendwie mit so einem Thema, mit so einem Berliner Thema. Na, es ist allerdings, weil da auch ja, also den Kanal immer schlecht gelernt kennt. Der ist also auch mit seinem Bahnhof und seinen Modulen anwesend. Das heißt, es ist dort elektrischer Betrieb in der Epoche 2 zu sehen. Und oder teilweise auch Epoche 1. Also nach schlesischem Vorbild. Und also ist auf jeden Fall sehenswert. Das ist, es wird, es ist mir jetzt nicht alles so super fix, aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir da ein paar Tage Fremdtreffen dort machen und anschließend Ausstellung. Das heißt, ihr bezahlt da, weiß ich nicht, 5 Euro oder was, ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ne? Aber es wird sicher jetzt kein Vermögen kosten, die Fahrt dahin ist sicher teurer. Das heißt, wenn man na gut, S-Bahn Berlin vielleicht nicht, aber ja, da bitte vormerken, das wird dann im Herbst nächsten Jahres sein. Da würde ich euch alle einladen, da könnt ihr alle, also alle meine über 1000 Abonnenten, ihr könnt da alle kommen, wenn ihr wollt, und euch das angucken, und dann können wir auch miteinander reden. Das ist also da. Also das geht auf jeden Fall, auch ohne Voranmeldung. Natürlich ist es trotzdem schön, wenn man weiß, dass, was weiß ich, du oder auch du, dass ihr da seid. Ne? Dann kann man sich ein bisschen seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Ne? Als dass man dann fragt, ja, wer bist denn du? Und ach, du bist der. Und ja, was war denn gleich dein Thema? Na, das. Gut, sehr viel dazu. Ja, das ist alles. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.